Yo, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten und heute werde ich mich, wie schon versprochen, über Helikopter und auch Jets in Battlefield 4 unterhalten. Das Background-Footage, das ihr hier im Hintergrund seht, ist übrigens direkt von der E3 von Level Cap und Charboy aufgenommen worden. Das heißt, wenn ihr die Channels noch nicht kennt, ich habe die Links in der Beschreibung. Bisher gibt es leider nur zum Großteil Helikopter-Footage, dass es Jets geben wird, steht mit sehr großer Sicherheit schon fest, denn man kann in den Anpassungsmenüs, die wir auch schon auf der E3 gesehen haben, den Schriftzug von Jets und Ground Combat Jets erkennen. Die Attack-Helikopter, die wir hier in Battlefield 4 sehen können, sind zum einen der AH-12 Viper, die chinesische WZ-10 und zu guter Letzt den russischen MIL Mi-28 Havoc. Alle dieser Fahrzeuge sind natürlich gleichermaßen anpassbar, das heißt, wir haben 4 Anpassungsslots für den Piloten und 3 mehr für den Gunner. Das heißt, wir haben im Ganzen 7 Anpassungsmöglichkeiten für den Helikopter. Obendrauf kommt natürlich noch die 8. und das wäre dann die schöne Fahrzeugcamo. Der Pilot kann also seine primäre und sekundäre Waffe auswählen, natürlich auch noch eine Abwehrmaßnahme und ein Upgrade. Die primären Waffen, die wir bisher schon gesehen haben, sind zum Beispiel die Hydra Rocket Pods und die Zuni Rocket Pods. Die Zunis fliegen etwas langsamer als die Hydras, machen aber dafür mehr Schaden auf Infantry. Die Hydra Rocket Pods sind im Großen und Ganzen sehr gut vergleichbar mit den Standard Rocket Pods, die wir auch in Battlefield 3 schon gesehen haben. Als sekundäre Waffe kann der Pilot Heatseekers auswählen, das heißt, das kennt man auch schon aus Battlefield 3, wärmesuchende Raketen, die auf andere Luftfahrzeuge verwendet werden können. Die einzige Abwehrmaßnahme, die wir bisher schon gesehen haben, sind die Flares. Ob der schon bekannte ECM-Jammer aus Battlefield 3 zurückkommt, steht noch in Frage. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch ein Upgrade für den Piloten. Da haben wir leider bisher nur Stealth zu sehen bekommen. Ob da noch mehr kommt, weiß ich natürlich auch noch nicht, aber irgendwie rechne ich schon damit. Als Co-Pilot oder eher gesagt als Gunner im Attack-Helikopter kann man sich natürlich auch nochmal 3 schöne Sachen aussuchen. Die erste Waffe vom Gunner, in dem Fall Sekundärwaffe genannt, könnte zum Beispiel eine gelenkte Rakete sein, also eine Guided Missile, welche man auf Bodenziele, aber auch auf Luftziele benutzen kann, sollten diese mit einem Laser markiert sein. Übrigens, das Markierungstool, welches man als Aufklärer benutzen kann, heißt PLO. Eine extra Sache, welche der Pilot nicht hat, aber dafür der Gunner, ist die Optik. Da kann man bis jetzt schon Zoom und natürlich auch Infrarot-Optik einbauen. Auch hier beim Gunner haben wir wieder ein Upgrade, das heißt im Großen und Ganzen können wir bis zu 2 Upgrades für dieses Fahrzeug benutzen und in dem Fall war standardmäßig Autoloader drinne. Falls ihr es bis jetzt noch nicht rausbekommen habt, die erste Waffe vom Gunner ist natürlich seine normale Kanone, die man auch schon in Battlefield 3 gesehen hat. Als zweiten Helikoptertyp in Battlefield 4 haben wir hier den Transporthelikopter, einmal den UH-1Y Venom und den Harbin Z9 für die Chinesen. Im Prinzip sind die Transporthelikopter wie in Battlefield 3, ein Pilot, 2 Gunner und 2 extra Plätze für normale Passagiere, welche dann wahrscheinlich auch noch während des Fliegens ein bisschen reparieren können. Die einzige Sache, welche man bevor man losfliegt als Pilot verändern kann, sind die Abwehrmaßnahmen und da haben wir wiederum nur die Flares bisher. Zu den Multiplayer-Jets kann man leider noch nicht so viel sagen, wie ich es mir erhofft habe, aber ich habe wirklich einige Informationen zusammengesucht, die wir bisher schon über Jets wissen. Bisher im Singleplayer haben wir gesehen, dass es eine Bell V22 Osprey gibt. Diese gab es aber allerdings auch schon in Battlefield 3 im Singleplayer und man konnte sie natürlich nicht im Multiplayer fliegen. Als ersten richtigen Jet haben wir hier den Shenyang J8, welcher ein Abfangjäger ist. Die McDonnell Douglas F-18 Hornet, welche sowieso ein Multirole Combat Flugzeug ist, ist natürlich auch wieder dabei. Im chinesischen Team würde man dann den Chengdu J20 Fighter Jet bekommen, welcher auch wie schon die F-18 ein Multirole Combat Fighter Jet ist, das heißt Air-to-Air und Air-to-Ground Combat ist möglich. Die erste richtig abgehobene Sache, welche natürlich richtig geil wäre in Battlefield 4 zu sehen, ist der Xian H6. Das ist ein wirklich richtig großer strategischer Bomber und das Ganze kann man auf dem China Rising DLC Poster bestaunen. Die AC-130 Spectre ist auch wieder dabei. Man hatte sie auch in Battlefield 3, aber hier in Battlefield 4 ist sie etwas anders. Nämlich kann hier der Commander dieses Flugzeug spawnen, wann auch immer diese Option verfügbar ist.
Außerdem sieht es so aus, dass bis zu 3 Gunner und ein Passagier in der Maschine Platz nehmen können, wobei die Anti-Air-Missiles oder AA-Guns im Großen und Ganzen nicht mehr vorhanden sind. Da es zu den Jets leider noch nicht so viel Gameplay gibt, kann man ja wirklich noch nicht so viel dazu sagen, wie sie sich verhalten werden, ob sie ähnlich wie in Battlefield 2 oder wie in Battlefield 3 sein werden. Das heißt, mit diesen Spekulationen warte ich erstmal ab, aber ich fände es natürlich super cool, diesen strategischen Bomber wie den Xian H6 zu sehen, denn das würde ein wirklich cooles neues Element reinbringen. Und außerdem würde ich es sehr begrüßen, wenn verschiedene Typen von Jets in einem Match spielen, wie zum Beispiel die A10 und der F18 in einem Team, in einem Spiel sozusagen. Naja, das war's auch schon wieder zu meinem kleinen Informationsvideo über den Luftkampf in Battlefield 4. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, und wenn das so der Fall war, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Übrigens, wenn ihr das Neueste vom Neuesten über Battlefield 4 haben wollt, ein Abo schadet da garantiert nicht. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.